Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge No Place Like Home. So, also, es sind Dinge passiert. Ihr werdet es sehen, wenn wir hier durchlaufen. Ihr seht unten, wir haben ein paar Parkgläser 50. Ne? Habt ihr gesehen, ich habe hier auch nicht mehr viel Großartiges drin. Was ist geschehen? Relativ einfach. Ich habe da jetzt am Wochenende habe ich mal meinen Hausdrachen über die Welt fliegen lassen und der hat uns das dann alles angezündet und deswegen funktioniert das alles sehr gut. Ja, ihr seht hier auch die ersten Kühe, die haben dann schon Hüte und ja. Wolltest du nicht auch, Liebe? Du wolltest auch irgendwie. Da haben wir den Kuhstall, den haben wir ja falsch rum hingestellt, ne? Ja, sehr intelligent. So. Kriegen wir hier noch irgendwie. Hallo, Ketter. Ja, wir müssen den Kuhstall noch mal anders hinstellen. Das hilft hier so alles nichts, ne? Da muss ich irgendwann mal umstellen. So, was können wir uns leisten? Leisten können wir uns theoretisch jetzt eigentlich alles. Schaut mal hier, wir haben hier noch den großen Wasserbehälter, den graden wir direkt ab. Ja, dann haben wir das auch schon mal. Dann können wir hier noch mal gucken. Das brauchen wir ja eigentlich gar nicht. Müllpresse muss auch nicht unbedingt sein. Der hier, da brauchen wir die Cranberries, dafür brauchen wir Käse. So, dafür brauchen wir Oliven, dafür brauchen wir auch Käse. Das heißt, wir müssen Käse machen. Also gehen wir jetzt zum Käsemagneten, zur Käseschlackermaschine und ja. Dann haben wir hier 5, 3, da sind noch gute Äpfel drin. Wie viele gute Äpfel haben wir? Wir haben viele gute Äpfel. Können wir das bitte einmal hier da oben? Wunderbar, seht ihr, da ist ja Zeug en masse. Und ich war noch am überlegen, wo mussten wir jetzt gleich wieder hin? Genau, wir mussten irgendwo hin und mussten diese Bahnteile, die mussten wir finden, ne? Was ist das? Konsolenteile haben wir. Was ist das? Das sind Roboterersatzteile. Da sind nochmal. Da haben wir dieses, jenes und welches und ja, wir gucken mal, wo diese, ich dachte, wir hätten schon so Lorenteile gefunden. Offensichtlich haben wir das nicht. Ihr seht, hier sind auch viele Dinge noch dazugekommen. Hier ist ein bisschen aufgeräumt worden. Ich finde hier jetzt keine Lorenteile. Das finde ich extrem ungut. So, da haben wir uns noch Honig mit. Eieiei. So, hier, da sind Haufen Batterien. Aber wir müssen gucken. Wir müssen hier M-Weltreise. Ich glaube, dass die hier sind. Wo könnten die denn sein? Haben wir vielleicht, wenn wir da auf die Quest gehen, haben wir da vielleicht hier gefrorene Gipfel? Zerstöre die gewaltige Eiswand. Sammle 5 Algen. Lorenteile haben wir. Nutze die Lore. Sammle 5 Algen. Wir hatten doch schon 5 Algen. Wo sind die denn? Verdammte Axt, wo sind die Algen? Oder haben wir die schon eingepackt? Nee, eingepackt haben wir die noch. Wo haben wir denn die Algen hin? Haben wir die irgendwo hin? Ich habe keine Ahnung. Wir werden mal rübergehen und werden mal gucken, ob wir da die Algen haben. Verdammte Axt. Wo ist das hin? Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu Harold rüber und dann gucken wir mal, denn offensichtlich hatten wir die Lorenteile. Ich war aber auch der festen Überzeugung, dass wir die Algen schon hatten, ne? Die Algen waren ja, ne? Eieieiei. So. Algen, wir hatten noch 5 Algen schon, ich bin noch nicht doof. Hallo, Rudi. So. Liegen hier noch Algen? Da liegen noch 2 Algen. Da liegt noch eine Alge. Okay, ich war der festen Überzeugung, wir hätten die Algen schon eingesammelt. Die Algen noch schon eingesammelt, sonst würden da ja mehr rumliegen als
als 3 Stück, vor allem wenn wir 5 brauchen. Seltsam, seltsam. Müssen wir da vielleicht tatsächlich nochmal irgendwo gucken, ob wir da nochmal Algen kriegen, oder? Algen doch schon eingesammelt. Quest. Gefrorene Gipfel. Eiswand. Ja, 5 Algen. Wir hatten doch schon 5 Algen gesammelt. Bin ich denn doof? Ich bin der festen Überzeugung, dass wir diese 5 Algen schon hatten. Aber wo? Wo haben wir diese 5 Algen? Ich geh noch mal zu Opa zurück. Das ist, wenn du das Problem hast, dass du dann hier. Ja. Schlimm. Okay, da sind sie nicht. Da sind sie nicht. Da sind sie auch nicht. Da sind sie auch. Wo sind diese Algen? Müssen ja praktisch irgendwo da sind. Ja, 5 Stück. 8. So, dann müssen wir Lore. Wo war die Lore? Das ist Funkstation. Hier, Winterbahn. Richtig. Winterbahn ist richtig. Aber bevor wir Winterbahn gehen, gehen wir jetzt nochmal nicht hier. Eisiger Wald, dann drehen wir uns einmal im Kreis, dann laufen wir einmal zu Harold, dann kaufen wir den hier. So, dahin, dann hier raus. Dann einmal zu Harold, dann bei Harold das Häuschen gekauft für den Waschbären. Dann keine Ahnung haben, was der Waschbär möchte, aber hoffen. Ja, hallo, was machen die Schweine? Yo, Shop, hier hin. Zack, zack. Da ist er. Den wollen wir haben. Plan lernen. Dann nehmen, nutzen. Umdrehen, Weltkarte, Opa. Ja, ja, schlimm, muss alles, ne? Hier, so, dann dahin. Dann hier rüber, dann haben wir das nicht in der Tasche. Aber ich bin mir sicher, dass wir hier irgendwo sind. Ja, schaut mal, da haben wir. Ah, hier. Alter Schwede, ne? Hier, so, hier und hier. Dann einmal davor gerannt. Dann hierhin, Tiere über den da herstellen. Jawohl. Dann packen. Dann hier Häuschen. Salat. Salat hier hoch. Dann da. Und dann ist die große Frage, wo packen wir? Ich würde sagen, wir packen ihn einfach da hin, oder? Ich glaube, da macht sich der ganz gut. Haben wir dann hier wieder Weltkarte. Ach. Schlimm. Und dann hier hin. Ne? Nee, das ist die Funkstation. Hier. Winterbahn. Richtig. So, wie gesagt, der Drache flog. Ja, da hat er Sachen vergessen. Hat er wohl nicht alles angezündet. So. Ist aber nicht schlimm. Der ist nicht schlimm. Und hier hoch. Hier hoch, hier hoch, hier rum, hier lang. Eieieiei. Hat er alles gemacht und dann ist er da oben abgestürzt. So. Lauf doch mal. Dann gucken wir, was braucht dieser Waschbär? Dieser Waschbär will Knoblauch. Wir haben den Waschbären. Dann hier. Okay, wo ist der Blubbelator? Aber haben wir den Blubbelator nicht schon rein? Eieiei, jetzt drehe ich aber langsam am Rad. Okay, nochmal zurück. So. Opas alte Farm, wahrscheinlich in der gleichen Kiste. Ich habe es gesehen. Okay, nicht in der gleichen Kiste. Da auch nicht.
Hier auch nicht. Wo habe ich das verdammte Ding hin? Hier auch nicht. Hier auch nicht. Wo habe ich dieses Teil hingelegt? Also ich komme auf. Verdammte Axt. Schlimm, schlimm, schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Hier drin ist er auch. Da ist er. Ja, auch für den Waschbären natürlich gerne Namensvorschläge in die Kommentare. Ja, ich sehe gerade. Ich habe Dinge getan. Versteckte Dinge. So. Hüte. Okay, das ist alles für... Wo habe ich den Blubbelator hingelegt? Ihr seht, top vorbereitet. Nope. 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 Nein. Habe ich diesen Blubbelator hin? Weiß nicht. Die 14 Tage sind schon rum. Ha! Da war noch mal ein Koffer, da. Eieiei. Wo habe ich den Bubbelator? Können wir vielleicht noch mal mit Rudi reden? Kann es sein, dass ich noch mal mit Rudi reden muss? Aber der hat mir den ja schon einmal gegeben. Hier sind. Verdammt, da. Wo habe ich ihn hin? Hier ist er nicht. Und hier ist er auch nicht. Ich rede noch mal mit Rudi. Irgendwie helfen. Opa. Station. Ist hier neben diesem merkwürdigen... Nein. Okay, das heißt, er muss irgendwo sein. Das heißt, er muss irgendwo... Irgendwo muss er sein. Die Frage ist halt wo, ne? Sagt mir, wie oft habe ich ihn schon übersehen? Wahrscheinlich diverse Male. Da ist nur noch Bild. So, hier... Samen. Hier. Federn. Felder und Samen. Nochmal Samen. Noch mehr Samen und noch mehr Samen und noch mehr Samen. Und hier ist er auch nicht. Und hier ist er auch nicht. Und hier habe ich ihn auch nicht rein. Verdammt, der Akku, wo habe ich das Teil hingelegt? Da ist er garantiert nicht. So. Hier eine Kiste? Habe ich hier irgendwo eine Kiste reingestellt? War ich so doof? So. Nee. Nee, offensichtlich war ich das nicht. Das ist sehr, sehr ungut. Ja gut, dann würde ich sagen, mache ich hier einen kleinen Cut und wenn ich ihn gefunden habe, nehme ich euch wieder mit rein, ne? Also dann gleich. So, nach stundenlangen Suchen habe ich ihn gefunden. Hier tatsächlich die mittlere Kiste habe ich nicht angewählt. Deswegen packen wir uns den jetzt und dann geht's weiter. So. Wir müssen Weltkarte. Dann müssen wir hier die untere, ne? Winterbahn, jawohl. So, den coolen Waschbären haben wir jetzt zum Glück schon. So, wenn es jetzt dann im Hintergrund ein bisschen lauter wird, dann tut mir das schrecklich leid. Aber die Gärtner sind unterwegs und ja. Ne?
weiß nicht warum, aber aus den unerfindlichen Gründen hat man wohl verlernt, Besen zu benutzen. Das geht alles nur noch mit diesen hässlichen, abartig lauten Laubbläsern. Ja. Aber hey, so ist es halt. Ne? So, zack, haben wir. Und jetzt? Müssen wir da jetzt wieder warten, oder? Können wir das Ding direkt fahren lassen, oder? Da ist ein Knopf. Okay, wir drücken diesen Knopf und dann. Und dann müssen wir zu Lilly. Okay. Schade. Ja, ich habe gehofft, vielleicht gibt es irgendwie. Also, ich Zwischensequenz. Ja, das wäre es eine coole Sache gewesen, wenn du siehst, wie der da reinrauscht. Ne? Ah. Was ich denn? Was macht er denn für seltsame Dinge da? Guck mal hier hinten hin, ne? Gefrorene Gipfelkraftwerk, zack, rein damit. Oh, und hier. Ja, hier war es wohl zu kalt für den Drachen, ne? Hier war es zu kalt für den Drachen, da wollte er nicht hin. Ne? Ist aber okay, ich sehe schon wieder Elend und und. Ach komm, wir gehen hier durch. Haben wir ja praktisch schon den ultimativen Bohrerschaden, ne? Ich glaube, den haben wir uns schon gegönnt. Hier rum, hier rüber, dann zu Lilly. Glückwunsch, Alan. Das hast du toll gemacht. Endlich wurde dieser Ort von dem widerlichen Schleim befreit. Und du kannst das Gerät auch bei anderen Schleimwänden verwenden, um zur Wüste zu kommen. Ah, okay. Aber würdest du mir bei der Rettung der Schafe helfen, bevor du abreist? Selbstverständlich. Ich habe mich also nicht in dir getäuscht. Mir wird ganz warm ums Herz. Ich benötige bestimmte Pilze, die an verschiedenen Stellen im Tal wachsen. Sie sind die letzte Zutat, die mir noch für das Gegengift fehlt, um den armen Tieren zu helfen. Wird erledigt, Lilly? Wie die Schafe scheuen wir keine Mühen. Okay, sammle Pilzproben. Quest verfolgen. Oder haben wir die schon? Weil sie ja schon. Hallo Ellen, was kann ich für dich tun? Ressourcen-Shop? Nein, die hat nur einen Ressourcen-Shop. Ich habe Feldfrüchte für dich. Vielen Dank. Untersuchung. Notizbuch, Journal. Okay, gut. Dann, wo würden wir denn so Pilzproben finden? Lass doch mal gucken. Hier, gefrorene Gipfel. Sammle Pilze. Pilze finden, die irgendwo hinter der zerstörten Eiswand sind. Okay, hier ist die zerstörte Eiswand. Oder hier war die Eiswand, bevor wir sie zerstört haben. Ja. Wir hauen hier mal ordentlich rein. So. Okay. So, hier drauf, dann geben wir dem, dann zack, 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 zack. Ha, und gegeben. Und zwar so hart. So, da sehe ich doch schon den ersten richtigen. Also wenn ich mal so überlege, wie in den meisten Sachen hier Dingens aussieht. Ja, also so Magierhüte oder Zaubererhüte oder wie man das dann auch immer nennen möchte. Ja, dann, ne? Dann sehen die dem schon ähnlich aus. Also sind das zaubernde Pilze. Also sind das Magic Mushrooms. So. Gehen wir mal hier lang. Mal durchgucken. So, hier lang, hier rum, hier rüber. So. Haben wir jetzt einen dunkelroten Stuhl haben wir aufgehoben. Okay. Werden wir bestimmt auch für irgendwas werden wir die brauchen. Traue ich mich wetten. Elektroschrott können wir auch schon zerstören. Hm, welch ein Glück. Hier schön einmal durch, ne? Ja, da hinten sind noch mal welche.
Ja. So, haben wir erwischt. Komm, geh weiter. Ah. Ja, natürlich hat sich da hinten drin wieder einer versteckt. In die Mülltüten. Oh, sehr schön. Da waren wir ganz gut. Hört mal, da sind noch mal welche. Da ist noch mal ein Schaf. So. Hier lang, hier rum, hier rüber. Das ist jetzt die große Frage, wie kommen wir da hin? Aber da gibt es bestimmt irgendwo einen Knopf. Gibt es nicht immer irgendwo einen Knopf? So. Gehen wir mal da runter. Das sieht auch schön aus. Also eigentlich sieht es hier noch nirgends schön aus, aber hey. Eieieiei. Wir machen mal alles kaputt, wa? So. So, da la. Hier schön. Hm. Ja, dann hier runter, hier rüber. Da ist noch mal einer. Sehr gut. Dadurch. Ja, macht das mal kaputt da. Muss doch eine Möglichkeit geben, da hinten reinzukommen. Und da einfach hier so drüber laufen? Nein. Mal eine Eiswand. Ja, gucken wir mal. Wir werden schon finden. Ne? Wir werden da schon irgendwie hinkommen. Da hinten sehe ich auch noch einen. Das müsste dann der fünfte sein. Ja, wir haben schon fünf. Wir können direkt zurück hier. Aber wir werden da trotzdem langlaufen. Denn vielleicht sind da noch Roboters. Denn wenn da noch Robotronen sind, dann müssen wir die natürlich auch vernichten. Hm? Ja. Auslöschen. So. Mir fällt ein, wir müssen noch zu Harold. Wir brauchen die bessere Schweinestelle. Ja. Die Lilly kriegt ihre Pilzproben dann schon. Alles kein Problem. Mal schön. Ja, schaut mal, da sehe ich doch schon wieder Elend und riesige Gegner. Wow. Ist mal ein Brot, Kind. Ist mal ein Brot. Oder noch besser, ist so einen tollen Apfel. Boah, hat er uns schon wieder angebämselt und weg ist er und dann hier hinten. Gott, da sind auch noch einer und weg. Gib ihm. Hier eingesammelt. Hier geholt. Da noch nach hinten rein. Ja, hier auch nochmal schön Pilzchen genommen, ne? Hier auch nochmal schönes Pilzchen. Ah, schaut mal da. Okay. Öffnen hier, okay. Gehen da noch mal so ein Hexenhütchen. Okay. Hallo, wollte ich gerade aufmachen. Danke. Ja, yeah, Pizza Margherita, cool. Mit Weizen und Ding und hast du nicht gesehen, ne? Ist immer schön, wie gesund sowas dargestellt wird, ne? Wenn man so Spiele spielt. Ich finde es immer total toll.
Ja, Pizza gesund, Pommes gesund, Burger gesund. Ja. Alles total toll. Alles total toll, total super. Ja. So, gehen wir da nochmal durch. Da hinten sehe ich da auch nochmal ein Schaf stehen. Das ist also praktisch ein Let's Play mit Schaf. So. Ach ja. Jetzt gucken wir mal, ob das da hinten. Hier erstmal noch mal ganz geschmeidig mit unserem Sauger drüber. So, vorher waren wir hier hinten, oder? Ja, schaut mal, da, das war der. Ich hab's mir ja fast gedacht. So, zack, zack. So. Nochmal Buch. Oh, Ratatouille. Auch voll lecker. Ich weiß, es ist ja eigentlich kein Winteressen, aber hey, ganz ehrlich, so viel Gemüse und Zeug und hey. Top. Eieiei. Ja, ja. So, da geht's weiter, da. Schön nochmal durchsaugen. Ich finde auch dieses Geräusch so toll, ne? Uah. Ein neuer Tag bricht an. Ja, da lässt die Ellen vor lauter Schreck gleich alles liegen. Gott, wo geht's denn da noch hin? Da ist ja auch noch Weg. Ah, guck mal, da gibt's noch mal hier. Zack, mach auf. Sehr schön. Kommen wir denn da noch hin? Ei, 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 wo kommen wir denn da noch hin? Okay. Hm. Werden wir hier hinten noch irgendwo eine versteckte Feder finden? Boah, offensichtlich nicht, ne? Offensichtlich kein verstecktes Federchen. Nicht irgendwie so ein Eisadler oder so. Ah, so. Lass mich los. Ich hing unter einem Beetle. Unter einem Pilzkopf. Nicht schön. Eieiei. Da, 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 da. Da, da, da. So, dann möchte die Lilly jetzt Hard Magic Mushrooms haben. Die kann sie haben. So, habe ich aber schlechte Nachrichten. Nach eingehender Untersuchung hat sich herausgestellt, dass diese Pilze nicht ausreichen. Es gibt immer noch ein letztes Giftleck im Sumpf, das unser Problem komplexer macht. Bitte reparier das Leck und sammle einige Kräuter ein, die dort wachsen. Die haben eine natürliche Giftimmunität und sind für die Zubereitung des Gegengifts entscheidend. Ja, yeah, da gibt es jetzt erstmal Kohle für. Das ist schön. Aha. Ochshornklee. Was kann ich für dich tun? Habe ich das nicht schon? Nein, habe ich nicht. Okay, dann wollte ich nur kurz Hallo sagen. So, und jetzt ist die große Frage, ne? Wo war jetzt dieser Sumpf? War das, was war das? Das war das hier hinten, ne? Richtig, das war das hier hinten. Das heißt, wir gehen hier hin, Funkstation. Hoffen wir der Funkstation ganz nach hinten, treffen dann erstmal nochmal die andere Frau. Ich schaue mal. Dann schauen wir mal. Kein ordentlicher Drache. Kein richtig ordentlicher Drache.
Nimm doch mal eine rote Rübe. So. Sodala. Stimmt, da sind ja unsere. Stimmt, da war ja das eine Lama noch, ne? So. Geh mal hier weiter. Das müsste der Sumpf sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, da sind sie doch schon. Zack, da gibt's nochmal. Eins, zwei. Batterie öffnen. Einsammeln. So. Wir sammeln alles ein, ja. Wir ignorieren es, ja. Wir sammeln alles ein. Da ist auch nochmal einer. Da ist keiner mehr. Da unten ist noch einer. So. Und dann werden wir jetzt hier mal rübergehen. Einfach, weil wir es können. Einfach, weil wir es können, werden wir jetzt hier mal rübergehen. Und da sehen wir, yeah, Wüste, Oase. Ja, da ist der erste Busch. So. Okay, Wassermelonensalat. Das heißt, wir brauchen mal Wassermelonen. Und wir kommen hier schon durch. Ja, das ist ja das Problem. Ne? Hier ist der Elektrospott. Ja, für den brauchst du ja hier ganz separat und so, ne? So. Und wir werden uns jetzt hier einfach direkt mal durchmähen. Und zwar noch bevor wir mit der Frau reden. So. Hier rum, hier rüber, hier durch. Ja. So. Ja, okay, da haben wir noch keine Teile gefunden. Das ist... Okay, die haben wir auch noch nicht. Da brauchen wir... Hier, Busch. Feld. Feld. Feld, Feld. Hier, Fuchs. Der Fennec wird traurig. Vielleicht vermisst er sein Zuhause. Okay, wir müssen... Wir müssen hier hart wie die Fennecs. Melone. So, hier rum, hier, den müssen wir auf alle Fälle noch einsammeln. Einfach nur, weil wir gerade da sind und die Schafe, denen ging es ja gut, ne? Ja, den Schafen ging es ja gar nicht so schlecht, also die, ne? So. Hatten wir so komische Felder nicht sogar schon? Oh, was haben wir hier? Nochmal ein Kuhstall-Upgrade. Haben wir das gemacht? Oh, ne? So. Ja. Habt ihr gedacht, ne, ihr Pfeifen? So. Dann hier rum, hier rüber, hier durch. Ach, ich glaube, mich zu erinnern, wie das ging. Ich wage mich zu erinnern. So, hier lang, hier durch. Hier hoch, hier rüber. So. Dann hier nochmal ordentlich durchgraben. Ja. Wir müssen ja ein bisschen, ja, damit der Drache auch wieder was zu tun hat. Ja. Und jetzt? Und jetzt war das mein hartes Begleittier, oder? So, so, einmal. Zweimal. Auf! Mach den kalt da! Mach die kalt! Gib ihm! Und weg ist er. Haben wir hier nochmal. Hier schon wieder Teile für irgendwas. Das ist. So, hier. Mal sehen, was es da hinten in der Ecke noch gibt. Gibt es da irgendwas? Oh, stopp mal. Geheime Pfade. Ach, geheime Pfade. Hm.
Wasser. Sehr schön. So, hier hoch, hier rum, hier rüber, hier runter. Da sehe ich noch was liege. Ohrteil 1. Okay. Oh. Das ist auch nochmal ein Rohrteil, oder? Da ist nochmal ein Pfennig. So, die machen auch sehr schöne Geräusche. Hazelback-Kartoffeln. Klingt lecker. Da musste man ja vorher 50 andere Sachen machen. Ja, auch dieser Fennec sieht traurig aus. Ja, der will vorher nach Hause. Kann ich dich nicht einsammeln oder warum kann ich dich nicht einsammeln? Das ist ätzend. So, hier lang, hier rum, wir gehen mal da durch. Hier scheint es zu einem Knopf zu gehen. Knopf ist gedrückt. So. Aufmachen, durchmähen, sehr schön. Zeit vollkommen aus den Augen verloren. Aber ist nicht schlimm, wir packen uns das noch. Und dann ist die Frage, wollen wir noch schnell zurück zu Lilly? Ich glaube, wir wollen noch kurz zurück zu Lilly, ne? Ja, ich glaube, das ist eine, ich glaube, das ist eine relativ gute Idee. Das sollten wir machen. Kaufen. Hallo? Ist das sinnvoll? Ich weiß nicht. Egal. Rohrteile hatten wir, ne? Ah. Ah, wir können wieder auffüllen. Sehr schön. Aber den Bau von den Fennex haben wir nicht gefunden, ne? Ich weiß nicht, wo der sein soll. Aber wahrscheinlich ist das deren Oase dann. Das könnte ich mir jetzt ganz gut vorstellen. So, pass auf. Wir sind ja hier, also machen wir jetzt den noch mal ganz kurz. Mit dir reden wir jetzt nicht. Dann gehen wir hier hin, dann gehen wir auf die Weltkarte, dann gehen wir zum Kraftwerk. Da müssen wir jetzt natürlich noch hin. Dann hier einmal umgedreht und dann sehe ich da doch schon so einen fetten Ding, mit dem wir spazieren fahren können. Jetzt müssen wir erstmal hier, zack. Ah, danke, Ellen. Hier, nimm dieses Gegengift und verabreiche es allen Schafen. Quest, kümmere mich darum. Jawohl. Heile 5 Schafe. Wir werden versuchen, 5 Schafe zu heilen, in der Hoffnung, dass wir die Schafe überhaupt heilen können, weil wir die Schafe nicht heilen können. Hm. Wir quatschen nochmal direkt mit dir, weil... So, hallo Ellen, was kann ich für dich tun? Hm. Wie heilen wir diese Schafe? Ich wollte nur kurz Hallo sagen. Wie heilen wir diese Schafe? Hm. Haben wir das Gegengift? Gegengift haben wir bekommen. Ein pflanzliches Heilmittel von Lilly kann verwendet werden, um Schafe zu heilen und sich mit ihnen anzufreunden. Ja, aber das brauchen wir ja gar nicht. Fast so, als würde man einem Löwen einen Dorn aus der Pfote ziehen. Packt mal da auf 1. Aber ich weiß nicht warum. Ich sehe das jetzt tatsächlich noch nicht so wirklich. Können wir wohl nicht machen. Hier können wir mal hin. Müssen wir hier noch irgendwas groß tun? Was? Wenn ja, was müssen wir hier noch groß tun?
große Frage. Okay, keine Ahnung. Also offensichtlich können wir hier nicht tun. Nicht, ob ich das jetzt richtig finde, weil... Naja, seltsam. Vielleicht müssen wir vorher nochmal was anderes machen, weil die Schafe, denen scheint es ja jetzt wieder gut zu gehen. Oder wir brauchen vorher einen Schafstall. Ich würde sagen, ich gehe mal hier zum Opa und dann würde ich sagen, meine Lieben, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen, was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vergesst nicht zu bewerten. Lasst gerne einen Kommentar da. Bis dahin. Und ciao. Ich komme jetzt her. Jetzt. Ah. Aussieht, wie er sich freut. Und schön. Ne? Tschüss.